hört nicht, stattdessen lüge ich mir ins Gesicht. Und wie, was doch nicht, mein Hirn läuft dann. Bei Tag und Nacht in mir ist dann Ehrgeiz erwacht, ich gebe mich selbst dabei auf. Der Chef haut noch eins obendrauf. Das nimmt er wohl in Kauf. Die Arbeit brauch ich dir, denn sie ist meine Droge. Und alles, was ich mache, mach ich nur für sie. Was ist das für Theater? Man sitzt nur in der Loge. Ich sehe keine Chance, dass ich hier entfliehe. Ja, es geht wieder los. Und das war heute, was kann man sagen, wirklich fulminant. Ja, die Sommerpause ist vorbei. Das erste Abo-Termin im Herbst mit einer unheimlich impulsiven A Cappella-Gruppe mit unheimlich guten Sängern. Das hört sich so leicht an, ist es aber gar nicht. Ganz sicher nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man das tun kann. Vor allem Daniel, der hier die Noten auf den Punkt trifft, ist für mich nicht nachvollziehbar. Absolut. Und wie man gesehen hat, der Applaus hat für sich gesprochen. Und die Lieder waren durchwegs interessant. Im Wartezeit, im Asylantenheim, ich sah nicht immer nur nett. Nur die Hoffnung auf ein lebenswertes Leben macht es alles wieder wett. In der Nacht fliegt der Stern durch das Fenster und die Scheiben zerklirren und es brennt. Ein paar halbnackte schreien um einen Ort, während einer in Panik ins Freie rennt. Draußen grün ein paar junge Typen, haut so Bruder, wir bringen euch um. In die Kinderaugen blanke sind sitzen und warm von der Mutter, die starrt nur stumm. Gott sei Dank kommt dann heute die Polizei, es war schon alles ziemlich knapp. Ja, die Liederauswahl war interessant, aber es sind durchaus sehr tiefgründige Texte dabei, wie das eine Lied der STS. Ja, Lagerhaus gehört in jede Ortschaft in Niederösterreich. Das ist so, wo man ins Lagerhaus geht und solche Dinge. Aber ich finde es unheimlich gute Programmauswahl und sehr, sehr gute Zusammenstellung. Ja, jetzt geht es aber Schlag auf Schlag weiter. Ja, 4 Wochen, glaube ich, Erika Blucha, noch einmal 4 Wochen Tricky Nicky. So der Abschluss der heurigen Kulturabo-Saison. Und das nächste Jahr ist ja bereits fixiert. Nur muss ich ehrlich gestehen, werde ich dann am Ende der Saison wissen, was das nächste Jahr Programm ist. Alles klar. Und nächstes Jahr gibt es ja auch die offizielle Feier zur Stadterhebung. Nächstes Jahr gibt es die offizielle Feier vom 13. bis 15. Juni mit einem Zeltfest, wo ebenfalls das Programm bereits fertig ist und in der nächsten Gemeinderatssitzung beschlossen werden soll. Wunderbare Sache. Tolle Stimmung und wieder eine tolle Veranstaltung, wenn man sie wieder mal ausverkauft. Abo ist in der Regel immer ausverkauft, ist eine Kulturinstitution in der Gemeinde geworden, die man hier nicht missen möchte, für die wir auch vieles immer wieder tun, um hier den Leuten hier nahe am Wohnort durchaus eine sehr abwechslungsreiche Kulturveranstaltung zu bieten. Wunderbar, das ist schon recht herzlichen Dank. Danke fürs Kommen, alles Gute. Als Bio-Vegan Fairtrade komm mir dein Geld aus dem Fenster und kaufe dich glücklich in Neubau, weil ich's mir wert bin in Neubau. Hier bin ich Mensch, ja in Neubau, hier bin ich Mensch und kauf ein. Neubau heißt jeden willkommen. Neubau heißt nicht.
Einmal Gratulation, das war wirklich fantastisch. Das hört sich so wahnsinnig leicht an, wobei das sagt man bei Mozart auch, was das sau schwer ist. Es ist nicht leicht, oder? Nein. es sind da schon genug Stunden hineingeflossen, dass das dann so leicht wirkt. Und genug Verzweiflung und Tränen, glaube ich, hat da jeder rein investiert, damit es dann am Ende so wirken kann, wie wir es jetzt haben. Es hat nicht ganz funktioniert, Landflucht, also Stadtflucht, jetzt wieder in einer Stadt. Ne? Also für mich hat es nicht ganz funktioniert. Ich bin von Geburt an Strasshofer, bin dann in die Stadt geflüchtet zum Studieren und dann wieder zurück aufs Land und jetzt sind wir da wieder in der Stadt. Die Stadt verfolgt mich scheinbar. Ständig nervt der Lärm und Staub, deshalb zieht jetzt jeder, der kann, weg, raus aufs Land und komm ins Schwärm. Denn am Land, da ist das Leben einfach immer an der frischen Luft. Alles grün und alles essbar, keiner kennt hier großen Frust. Und am Land, da kann man selbst was bauen und man ist sein eigener Herr mit eigenen Viechern, eigenem Garten, bitte sehr. Jetzt gehen wir da rüber. Wie kommt man auf die Idee, so etwas zu machen? Also zu so einem Chor zu gehen oder das zu singen? Also wir alle kommen ja eigentlich aus dem normalen Chorgesang. Da hat man dann 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die das Gleiche singen. Und irgendwann reizt dann halt einfach dieses Ensemble, dieses Kleine. Und wenn man halt dann so eine eingeschweißte Gruppe ist von Menschen, die halt wirklich Zeit investieren wollen, dann beginnt man halt nicht nur irgendwas zu singen, was es schon gibt, sondern halt auch, was sich auf den Leib schneidern. Und das Ergebnis ist so ein Programm. Ja, die wissen wir, du bist der Kärntner, das hört man. Das hört man. Das was, leicht, ja. Man das, ja, wenn ich mich bemühe, hört man es nur leicht. Okay, ja. Du bist auf mich, du bist mein Käse, kleiner Baby. Am Wüstenplatz ist am Neujahr, vom Schlafenhufe zum Wüstenschein. Warum bist du zu der Gruppe gekommen? Ja, ich bin eigentlich sozusagen der Nachzügler. Okay. Also Vokativ gibt es ja mittlerweile schon seit 10 Jahren. Ich bin zwar auch schon mittlerweile sicher 6 Jahre dabei, aber bei mir war es so, generell Vokativ hat sich in einem Chor kennengelernt und ich bin einfach zu einem späteren Zeitpunkt in Wien zu dem Chor dazugekommen und wie es halt so ist, manche verlassen unser Ensemble und ich bin dann im Zuge dessen gefragt worden, ob ich nicht als neues Mitglied beitreten möchte. Chöre sind sowieso eine tolle Sache eigentlich, oder? Chöre sind wahnsinnig schön. Also ich habe jetzt selbst persönlich zum Beispiel Geige gelernt seit meinem 6. Lebensjahr, aber das schönste Instrument, finde ich, ist noch immer ein Chor. Es ist einfach so was Lebendiges und es ist zwar sehr schön, wenn man jetzt ein Ensemble hat mit 6 Männerstimmen, aber es ist noch einmal was Besonderes, finde ich, wenn man einfach einen gemischten Chor hat, wo Frauen und Männerstimmen gleichberechtigt nebeneinander stehen. In der bösen B-Zeit haben wir die Chance gehabt, über den Wiener Chorverband oder Chorvereinigung haben wir ein paar Chöre besuchen dürfen. Also das ist schon Stimmung pur, was man dort hört. Ja, es ist ein Wahnsinn. Man muss auch immer mit Leib und Seele dabei sein, wie es jetzt auch mal vorkommen ist in einem Lied. Aber ich glaube, man sieht uns hoffentlich auch an, dass wir einfach wirklich dafür schon brennen und dass uns das wirklich gefällt, was wir da machen. By the moon and the stars in the skies, I swear, like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing in your mind. You can be sure. Gibt's ein Lieblingslied von den Sachen? Das wechselt Gott sei Dank ständig. Schon. Natürlich. Meistens die man gerade gut genug kann, dass man nicht mehr schwitzen muss. Das sind die Besten. Alles klar. Ich glaube, es braucht nicht wirklich schwitzen. Manchmal schon, da oben ist es ziemlich warm. Ich weiß das, weil die Scheinwerfer kennen einiges. Man arbeitet einfach immer daran, es besser zu machen. Wer euch sehen will, wo kann man euch sehen?
Oder ich nehme an, es wird eine Webseite haben. Wir haben eine Webseite, die ist www.vokativ.at, also mit V am Anfang. Mhm. Da sind die neuesten Konzerttermine eigentlich immer aktuell, beziehungsweise gibt es uns auch auf Facebook, wenn man da Vokativ sucht, ist man auch immer up to date. Aber dann kann ich nur raten, schaut einmal rein zu einem Konzert, wenn ihr es heute nicht geschafft habt, aber es kommt wieder eins. Natürlich. Doch, nicht unbedingt in, da, in Strasshof zum Beispiel am 22. Ja, März. Im Kunst. Kunst, ne? Das ist ja nicht so weit. Wir sind nicht so weit weg von da. Nein. Ja, dann danke, dass wir dabei sein durften. Es war wirklich fantastisch. Und alle Lieder durch die Bank haben mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Danke. Danke. Everybody. TV21, wo News, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur aufeinandertreffen.